So, ich habe mir mein Beispielbild jetzt mal in meinen RAW-Converter geladen. In erster Linie mache ich hier eigentlich erstmal gar nichts. Ich speichere mir das einfach oder ziehe mir das so erstmal in Photoshop, so dass es nicht gerendert wird oder ähnliches, dass es immer noch ein Smart-Objekt bleibt. Dazu drücke ich einfach die Shift-Taste und gleichzeitig drücke ich auf Objekt öffnen. Und dann dauert das einen Moment. Perfekt. So, dann mache ich mir aus diesem Bild, weil jetzt fängt die eigentliche Bearbeitung an, mache ich mir ein neues Smart-Objekt durch Kopie und von hier aus bearbeite ich dann weiter. Das heißt, dadurch, weil es ein Smart-Objekt ist, kann ich wieder in den Camera Raw Filter. Okay. Hauptaugenmerk mache ich erstmal bei dieser RAW-Bearbeitung, dass das Hautbild relativ bleibt oder beziehungsweise natürlich bleibt. Ja. Ich mache hier ein bisschen die Belichtung ein bisschen höher für die Haut. Kontraste. Nehme ich nicht ganz so viel rein. Ich glaube, ich lasse die Kontraste so. Lichter. Ja, finde ich ganz gut. Machen wir so ein bisschen rein. Ganz minimal. In Tiefen. Das meiste passiert dann doch hier im Hintergrund. Das würde ich lieber mit Dodge and Burn dann später noch machen. Deswegen lasse ich die mal so. Weiß, ihr seht, das Kleid fängt zu strahlen an, wenn ich hier hochdrehe. Ist auch ganz gut, wenn man immer mal den Regler mal ganz hochdreht, um zu gucken, was da überhaupt passiert. Dann lassen wir das auch mal auf 3, würde ich sagen. Und die Schwarzwerte. Wie gesagt, ich konzentriere mich da eher auf die Haut nur. So. 5. Na, stellen wir die mal auf 5. Okay. Thema Klarheit. Viele benutzen bei der Bearbeitung es eher nicht. Es holt zwar mehrere Details raus, macht aber viele Hautprobleme sichtbar, sage ich mal. Ja. Also ich kann das mal kurz zeigen, wenn ich jetzt hier auf volle Pulle stelle, da kommen halt die gewissen Poren wieder raus und es sieht halt nicht so schön sauber aus. Andersrum, wenn ich es ganz raus mache, haben wir hier so ein glattes Bild, was gut, wem es gefällt, okay, aber ich mache es immer so, dass ich so ganz minimal Klarheit, so maximal, sagen wir mal, von 0 bis 5 so, da bin ich immer so dabei, sagen wir mal, von 0 bis 6, in M4, das nur ganz, ganz minimal da ist und mir das so ein bisschen knackig macht. Gut, das nächste ist, ich mache immer die Schärfe noch ein bisschen. Beim Porträt mache ich den Radius relativ niedrig, 0,5 bis 0,6. So. Und dann schiebe ich das mal ein bisschen hoch. Man sieht, dann wird das Bild ein bisschen grisseliger. Bekommt aber auch ordentlich Knack. Machen wir es so bis zur 60. Das finde ich ganz interessant. Kann mal reinschauen hier. Ja, da sind die Details da. Auf jeden Fall, das passt. Okay. Chromatische Aberration entfernen. Ich mache da immer mal ein Häkchen rein. In dem Fall ist es nicht so tragisch hier alles. Meistens entstehen solche Sachen immer erst auf weitere Entfernung oder bei speziellem Licht. Dass um zum Beispiel Haut oder um das Objekt irgendein lila, blauer Saum drumherum ist und den kann man damit entfernen. In dem Fall gibt es den eigentlich nicht, aber ich mache das Häkchen trotzdem mal rein. So, von den Farben, die HSL-Graustufen. Ich mache eigentlich relativ wenig, ich verändere die Farben eigentlich eher nicht. Das Einzige, wo ich arbeite, ist die Sättigung und die Luminanz. Da gucke ich gerade mal rein, was man da
so machen kann. Es ist immer so ein bisschen ausprobieren. Sandra ist eher ein blasser Typ, deswegen würde ich das jetzt nicht hier so hochknallen. Sieht auch komisch aus. Aber würde ich fast. Ja, das lasse ich gerade mal so. Oder? Nee, ich mache es ein bisschen raus. Und dadurch gewinnen wir ja auch ein bisschen, dass die roten Stellen weggehen. Orange-Werte bezieht sich natürlich aufs ganze Bild. Finde ich ein bisschen mehr besser. Ich würde es aber ganz dezent hier mit 1 bis 2 halten. Jetzt habe ich mal 2 Gelbtöne. Das bezieht eher auf den Hintergrund, das lasse ich mal weg. Weil das mache ich lieber später dann. Grün haben wir hier eh nicht drin. Da passiert nichts. Okay. Die Lippen, Magenta-Töne. Magenta gibt es auch noch oft in Haut. Viel mit Rötung und so weiter zu tun. In dem Fall ist es jetzt nicht so tragend. Lassen wir das einfach mal weg. Dann gehen wir nochmal in die Luminanz. Luminanz regelt quasi, wie hell die jeweilige Farbe sein soll, wie sie leuchten soll. Deswegen gehe ich da mit Rot. Also wie ihr seht, so verändert sich das. Ganz dunkel, ganz hell. Ich gehe mal nur noch mal einen Wert von 2 bei Orange gucken. Ihr seht, die Schatten hier zum Beispiel unter den Lippen kann man dadurch schon so ein bisschen abschwächen. Im Bereich von 5. Ansonsten das Gelbe lassen wir erstmal so, das machen wir dann hierher. Okay. Ja, eigentlich war es das erstmal schon von der RAW-Entwicklung. Und dann bestätigen wir das Ganze einfach mit okay. Hoppala. Und zack, ist es auch schon im Photoshop drin.